Sie sehen mich heute das letzte Mal als Obmann des DAÖ. Das DAÖ ist somit, wenn Sie so wollen, Geschichte. Es wurde ein wichtiges Etappenziel erreicht, nämlich eine Plattform zu schaffen, eine nachhaltige Plattform, von der HC Strache auf Augenhöhe in einen Wahlkampf starten kann und von der aus vieles erreichen kann. Jetzt bleibt mir mehr oder weniger nichts anderes übrig, als dir, lieber HC, die Obmannschaft dieser neuen Bürgerbewegung, der Steuer dieser Obmannschaft zu übergeben. Und ich möchte diese Übergabe hier mit einem Lenkrad eines Rennwagens vollziehen. Lieber HC, übernimm das Rad für das Steuer in Zukunft. Du bringst es sicher in die richtige Richtung. Daher stellen wir die heutige Präsentation unserer neuen, modernen und sozialen Heimat- und Bürgerbewegung, welche notwendiger denn je ist, unter ein klares Motto, nämlich das Motto: Österreich bleibt frei. Und dazu müssen wir alle unseren Beitrag leisten, damit unsere Freiheit, die wir liebgewonnen haben, auch bewahren. Denn sie ist, wie wir in den letzten Wochen sehen mussten, keine Selbstverständlichkeit. Die aktuelle Regierung hat in der Krise in vielen Bereichen versagt und wie gesagt, eine starke Oppositionskraft ist nicht sichtbar. Und daher braucht es dringend eine neue Bürgerbewegung, die sich abseits der bereits ausgetretenen politischen Pfade auch positioniert und bewegt. Und das Team HC Strache, die Allianz für Österreich, ist der Geschichte der freiheitlichen Bewegung und ihren Grundwerten verpflichtet. Unser Zukunftsgrundsatzpapier heißt Identität, Freiheit, Verantwortung und will dazu beitragen, die individuellen Rechte und Pflichten der freien Bürgerinnen und Bürger in unserem Land in den Mittelpunkt der politischen Kultur zu rücken. Schutz, Sicherheit und Wohl unserer Heimat Österreich und auch ihrer unvergleichlichen und unvergleichbaren Identität räumen wir eine zentrale Bedeutung ein. Und dies alles in Auseinandersetzung natürlich mit einem Europa der Vaterländer, der Völker und Kulturen, sowie vor dem Hintergrund eines globalen Horizonts. Ein vornehmliches Ziel unserer Bewegung, gerade in einem politischen Schicksaljahr wie 2020, ist die Stärkung regionaler und nationaler Interessen. Das betrifft auch die Selbstbestimmung Österreichs, die Souveränität Österreichs, die man nicht auf dem Altar einer zentralistischen Europäischen Union opfern darf. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf heute auch natürlich unseren Landessprecher, nämlich den Landesteamsprecher aus dem Burgenland, Herbert Adelmann, recht herzlich unter uns begrüßen. Danke, dass er im Burgenland als Landesteamsprecher auch begonnen hat, eine Landesgruppe, eine Landesstruktur auch aufzubauen, die bereits über 100 Mitglieder auch verzeichnen kann, wo wir letztlich auch in Wien dank der Aufbauarbeit von Karl Baron es geschafft haben, bereits über 1000 Mitglieder und Unterstützer in Wien alleine zu haben, auf denen wir mit dem heutigen Tag weiter aufbauen und natürlich dann auch im Sinne der Vorschriften und Gegebenheiten auch Veranstaltungen sicherstellen werden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen heute auch noch mitteilen, dass Ingenieur Christian Höbert, der auch in unserer Mitte ist, mit heutigem Tag Generalsekretär des Team HC Strache sein wird, auch als Wahlkampfleiter für die Wiener Wahl alles darauf setzen wird, einen erfolgreichen Wahlkampf möglich zu machen und der auch mit heutigem Tag Landesteamsprecher von Niederösterreich auch wird. Und unser Anspruch ist, eine starke Opposition in Wien zu sein, denn die gibt es heute nicht. Und wir versuchen hier natürlich auch mit dem CI und mit dem Logo diese starke Kraft eines tiefen Blaus, das ja auch ich immer verkörpert habe, nämlich als HC Strache mit dem Team HC Strache, wo sich viele, viele Bürger und Mitstreiter auch um mich geschart haben, die diesen Weg begleiten wollen, als Allianz für Österreich im Sinne eines rot-weiß-roten Auftrages. Ich habe das Ziel, so stark wie möglich zu werden, weil je stärker wir werden und je stärker wir mit einer Kraft ausgestattet sind, in den Wiener Landtag einzuziehen, desto besser können wir die Interessen der Bürger vertreten. Es sind österreichweit bereits über 5000 Unterstützer da. Wir haben im Burgenland mit einem Landesteamsprecher quasi ein zweites Bundesland in Ostösterreich möglich gemacht, wo Strukturen gebaut werden. Heute das dritte
Bundesland in Ostösterreich mit Niederösterreich und dem Landesteamsprecher Höbert, der in den nächsten Wochen dort auch die Strukturen dann auch präsentieren wird, auf denen wir aufsetzen. Meine Frau gehört dem Team Strache an und ist, wie Sie wissen, im Parlament auch die Vertretung als einzelne Abgeordnete ohne Clubstatus und unterstützt mich voll und ganz. Ich glaube, dass das klare Ziel zu definieren ist, mit einem Aufbrechen dieser rot-grünen Mehrheit. Ich will keine Mehrheit rot-grün mehr in Wien haben und sicherstellen, dass man diese rot-grüne Koalition aufbricht.